Der zusammengesetzte Dreisatz. Hallo, ich möchte heute eine Möglichkeit zeigen, wie wir solche Aufgaben lösen. Viele Wege führen nach Rom und so kann man auch den Dreisatz ganz unterschiedlich berechnen. Ich habe mir hier dieses Schema eingeprägt und fahre damit ganz gut und ich möchte das hier einfach heute mal euch auch zeigen. Wir haben hier die Aufgabe, 12 Hennen legen 280 Eier in 20 Tagen und die Frage ist nun, wie viele Tage benötigen 9 Hennen, um 340 Eier zu legen. Zusammengesetzter Dreisatz, es steckt hier schon drin, wir haben drei Sätze, nämlich den Angabesatz, den Fragesatz und wir kommen dann hier zu einem Lösungssatz. Und weil ich das als Bruch darstelle, hier mit Zähler und Nenner, schreibe ich die Werte des Angabesatzes immer in den Nenner und die Daten des Fragesatzes, die kommen hier immer in den Zähler. Und wie die Daten dann hier im Lösungssatz aussehen, dazu kommen wir ja noch. Tragen wir also zunächst mal die Angaben ein. Wir haben 12 Hennen, die 280 Eier in 20 Tagen legen. Und wir suchen nun die Anzahl der Tage, die 9 Hennen benötigen, um 340 Eier zu legen. Wir haben also hier zwei Verhältnisse. Das erste Verhältnis, das wir hier abklären müssen, ist das Verhältnis der Hennen zu der gesuchten Größe, nämlich die Tage, und das zweite Verhältnis, die Eier zu den Tagen. Und wir prüfen das hier unten gleich ab und wir machen eigentlich hier aus diesem zusammengesetzten Dreiersatz einen einfachen Dreiersatz. Ich kann, wenn ich die Verhältnisse hier abprüfe, das zweite erstmal abdecken und unberücksichtigt lassen. Prüf also hier erstmal ab, wie die Hennen sich zu den Tagen verhalten. Ich schreibe mir das immer auf mit Plus oder Minus und wir stellen uns hier als erstes die Frage. Aus dem Fragesatz nehmen wir uns hier also die 9 Hennen und fragen uns, ob 9 mehr oder weniger als 12 Hennen sind. Natürlich sind 9 Hennen weniger. Und die zweite Frage, die wir uns stellen, ist, wenn 12 Hennen 20 Tage benötigen, um eine gewisse Anzahl von Eiern zu legen, jetzt haben wir weniger Hennen, dann liegt der Schluss nahe, dass die weniger Hennen mehr Tage benötigen. Und dann haben wir hier also ein Minus und ein Plus. Weniger Hennen brauchen also mehr Tage. Und wenn das so ist, dann haben wir hier ein ungerades Verhältnis, das hier vorliegt, und prüfen jetzt das zweite Verhältnis ab, die Eier zu den Tagen, und da können wir das erste jetzt unberücksichtigt lassen. Dieselbe Frage hier wieder aus dem Fragesatz genommen, 340 mehr oder weniger als 280, natürlich mehr. Und jetzt die zweite Frage, wenn 280 Eier in 20 Tagen gelegt werden, ist es logisch, dass wir für mehr Eier auch mehr Tage benötigen. Und damit kommen wir hier zu mehr Eier bedeutet mehr Tage zum Legen. Also plus plus und ich bestätige das und dann sehen wir ganz klar, wir haben ein gerades Verhältnis. Und jetzt als Eselsbrücke, so habe ich mir das gemerkt, wenn wir also hier ein Minus und ein Plus haben oder ein Plus und ein Minus, dann ändert sich ja hier etwas und diese Änderung, die drückt sich hier im Lösungssatz aus, steht auch nochmal hier im Merksatz. Bei ungeradem Verhältnis werden die Werte in Zähler und Nenner getauscht. Das heißt, die 9 Hennen gehen hier vom Zähler in den Nenner und die 12 vom Nenner in den Zähler. Und wenn sich hier nichts ändert, also plus plus oder minus minus hier bei der Prüfung stehen würde, dann wieder als Eselsbrücke, plus ist gleich plus, also es ändert sich hier nichts. Also bleiben Zähler und Nenner so wie sie sind. Dann haben wir hier noch die 20 Tage. Wenn wir das hier darstellen, x durch 20 und wir stellen das jetzt nach x um, dann müssen wir als Gegenoperation immer mal 20 rechnen. Das heißt, aus der gesuchten Größe, die hier im Nenner steht, die wandert immer in den Zähler im Lösungssatz. Ja, und dann haben wir im Grunde schon die Lösung. Wir kommen hier auf 32. Wir multiplizieren hier die Werte, die im Zähler stehen und teilen die dann durch das Produkt, das im Nenner steht. Und dann kommen wir auf 32 Tage. Und wie immer bei solchen Aufgaben den Antwortsatz nicht vergessen. 9 Hennen benötigen, um 340 Eier zu legen, 32 Tage. Okay.